gibt keinen größeren Erholungswert wie der Wald, der Baum, die Wiesen, die Alm und eine gewisse Ruhe dazu. Das ist ein Erholungswert, den kann man sich nirgends suchen. Finden jedoch lässt sich das alles in Bruckern. Vor 20 Jahren angelegt, lädt der Baumhoroskopweg zum genussvollen Wandern ein. Doch warum eigentlich heißt es Baumhoroskop? Kurz, der keltische Baumhoroskopweg kommt aus den Keltischen. Und der Wald hat damals für die Zeit die größte Rolle gespielt. Es war Baumaterial, es war Heizmaterial, es war Ernte. Die haben gelebt von Wald aus, auch die Medizin und alles ist aus dem Wald gegangen. Und da haben die Kelten dann aus den Bäumen mit den Geburtsdaten so einen Kalender gemacht, den keltischen Baumhoroskop. Horoskop ist vielleicht mit einem kleinen Fragezeichen verbunden. Das wird ein Weg des Staunens sein, der Ruhe sein, der Erholung sein. Man sollte den Weg mit einer gewissen Behutsamkeit gehen und auch mit einer gewissen Verantwortung. Dass der keltische Baumhoroskopweg bei einem christlichen Martal startet, ist für den Erbauer kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil, er lädt alle ein. Und dann ist mir eigentlich der Gedanke gekommen, da könnte man ein Friedenssymbol der Weltreligionen machen. Ein Friedenssymbol der Weltreligionen. Und dass jeder Wanderer, der was an einem Glockenschlag macht, ein Symbol dazu beiträgt für den Weltfrieden der Menschen. Und das, glaube ich, war ein Anliegen, was mir eigentlich wichtig ist. Und das ist eigentlich die Entstehung für diese Gruppen. Die Erhaltung des familienfreundlichen Rundwegs liegt in der Verantwortung des Vereins Schönes Michaelerberg-Bruckern. Der Verein möchte sich aber nicht nur auf die Wegpflege beschränken. Wir wollten da immer eine Skulptur machen. Wir waren jetzt lange nicht einig, was für eine das werden sollte. Gell? Letzten Endes ist das Herz geworden und da ist eigentlich im Vordergrund gestanden ein Gedicht. Ich habe einmal ein Gedicht gelesen und was du mit deinem Herzen nicht siehst, das wirst du auch mit deinen Augen nicht erkennen. Und das war dann das Ausschlaggebende. Dann haben wir das Herz gemacht. Auch die Gemeinde Michaelerberg-Bruckern arbeitet mit am Baumhoroskopweg. Der Baumhoroskopweg ist ja mittlerweile in die Jahre gekommen, ist 20 Jahre alt und die ganzen Baumtafeln werden jetzt neu beschildert. Die kriegen jetzt einen neuen Schliff, die kriegen einen neuen Stil und eine neue Bewertung. Die Bäume werden ein bisschen besser dargestellt und ja, ich glaube, das ist wieder eine Bereicherung. Bekannten Besucherinnen und Besuchern neue Anregungen zu bieten, wird der Weg weiterentwickelt. Die letzte der sogenannten Entschleunigungsstationen ist den großen Dingen des Lebens gewidmet. Das ist jetzt derzeit das neueste Projekt. Das sind die Säulen des Lebens. Die besagen Geburt, Leben und Tod. Und ja, das ist eigentlich so gesehen, dass man sich da her sitzt und das durchliest und dass man sich einfach Gedanken macht. Behutsamkeit, Staunen, zur Ruhe kommen. Das sind Werte, die man auf dem Baumhoroskopweg wiederentdecken kann. Das ist ein Weg, wo man wirklich sich entschleunigen kann, wo es Plätze gibt, wo man einfach in einer anderen Welt erscheint, obwohl man im Enster ist, glaubt man, man ist plötzlich ganz woanders. Diese Stille, diese Ruhe, diese Natur, die man da noch genießen kann. Ich hoffe, dass diesen Beitrag nicht allzu viele sehen, weil sonst sind wir auch gar überlaufen. Aber grundsätzlich ist es einzigartig. Und diese drei Entschleunigungsplätze, die jetzt neu da entstanden sind, am Baumhoroskopweg, die sind wirklich was, ja, Unbeschreibliches. Der Weg macht dem Erbauer auch nach 20 Jahren immer noch große Freude. Und wenn der Mensch sich freut, dann fängt er an zu singen. Oder möglicherweise auch mit seiner Schwiegertochter zu jodeln. Wir leben in einer wunderbaren Gegend und müssen, glaube ich, Danke sagen. Und als das Danke wollen wir uns, da gibt es so einen Spruch, einmal jodelt ist dreimal Bett. Und da spart man sich ein bisschen was. Und ich darf mit meiner Schwiegertochter jetzt ein Jodel da an. Augen schweifen lassen, kleine Naturgeheimnisse entdecken
Ruhe atmen. Die 2 Stunden, die der Rundweg bei achtsamem Beschreiten einnimmt, sind gut angelegt. Eine kleine Auszeit, ganz in unserer Nähe.